Herzlich willkommen zum Karrieremagazin der Salzburg AG. Heutzutage muss man der Zukunft fast immer einen Schritt voraus sein. Und daran arbeiten die Mitarbeiter der sogenannten Business Unit Corporate Management. Hallo, mein Name ist Fritz Schlisselberger und ich bin Business Unit Leiter für Corporate Management in der Salzburg AG. Aufgrund des neuen Zukunftsbildes verfolgen wir ambitionierte Herausforderungen mit einer neuen Wachstumsstrategie. Unseren Mitarbeitern im Corporate Management kommt dabei die spannende Aufgabe zu, die Zielerreichung durch integrierte Gesamtsteuerung sicherzustellen. Wir sorgen also dafür, dass unsere Mitarbeiter weiterhin eine kosteneffiziente Versorgungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig neue Produkte und digitale Services für unsere Kunden entwickeln. Hallo, ich bin die Annika Zöpfel, bin seit 3,5 Jahren in der Salzburger AG und seit Anfang des Jahres im neuen Business Unit Corporate Management, genau im Department Projekt und Portfolio Management. Und die neue Business Unit hat ganz viele verschiedene Departments. Und wie die arbeiten und wie die agieren, schauen wir uns jetzt an und gehen dann mal eine Runde durchs Haus. Kommt's mit? So, und jetzt gehen wir zum Department Change Management und Organisationsentwicklung. Wir beschäftigen Sie mit der VZK-Planung, also mit der Vollzeitkraftplanung für das Haus, für die Salzburg AG und unter anderem für verschiedene Förderungsprogramme, beispielsweise für Frauen und Beruf und Familie. Und da in dem Besprechungsraum befinden sich bereits zwei Kolleginnen von der Abteilung Organisationsentwicklung, die uns gerade einen Workshop vorbereiten. Das Change Management Team bereitet große Weiterentwicklungen im Unternehmen vor und begleitet dabei die Umsetzung. Kunde bei der Salzburg AG steht immer an erster Stelle. So treffen wir laufend unternehmensweite Maßnahmen, um die Kundenorientierung laufend zu verbessern. Die Kunden unserer Einheit, dem Corporate Management, sind die anderen Business Units mit ihren Führungskräften und Mitarbeitern. Wir bauen das Business Partnering gezielt laufend aus, um mit Kompetenz unsere Kolleginnen bestmöglich zu unterstützen. Und da sind wir jetzt im Department Finance. Das befindet sich da hinter dieser Tür. Da geht es wirklich um Daten und Fakten und um ganz wichtige Zahlen für die Salzburg AG. In diesem Bereich geht es um die konzernweite Umsetzung der Finanzierung. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Department, das was sich auch sehr mit Zahlen beschäftigt, und zwar mit dem Department Controlling. Die haben gerade eine Besprechung und in dieser Besprechung dürfen wir jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schauen und dementsprechend sind wir schon gespannt, was da passiert. Im Controlling beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der wirtschaftlichen Gesamtsteuerung im Konzern. So, jetzt gehen wir nochmal in die Innozone, weil da treffen wir Herbert vom Department Prozessmanagement. Das Department Prozessmanagement ist komplett neu in der Salzburg AG. Und was er genau macht, da schauen wir ihm jetzt ein bisschen über die Schulter und geben ihm ein bisschen einen Einblick. Dieser Kollege optimiert sämtliche Prozesse in der Salzburg AG und stellt den Kollegen die dafür notwendigen Tools zur Verfügung. So, jetzt gehen wir ins nächste Department und zwar ins Projekt- und Portfolio-Management. Da bin ich selbst tätig und zwar machen wir hier unterstützend für alle Top-Projekte das Monitoren, das Steuern und auch das Umsetzen der wichtigsten Projekte in der Salzburg AG, um hier Wachstum generieren zu können. Das heißt, Projekte werden hier ausgearbeitet und untereinander abgestimmt. Unsere Business Unit ist mit ihren umfassenden Funktionen so gut wie neu in der Salzburg AG. Dementsprechend befinden wir uns im Aufbau und im Wachstum. Wir suchen nach Talenten, die mit uns gemeinsam die Steuerungsfunktionen für Finanzen, Controlling, Projekt- und Portfolio-Management, Organisationsentwicklung und Change-Management und Prozessmanagement aufbauen und verantworten. Und als neuer Mitarbeiter in der Salzburg AG ist man überhaupt nicht alleine gelassen. Man bekommt vom ersten Tag an einen Buddy zur Seite gestellt, der was von vornherein mit der Integration hilft,
in die neue Abteilung bzw. ins Unternehmen. Dementsprechend fühlt man sich nicht alleine, man hat eine Hilfestellung und Unterstützung und das macht den Start umso einfacher. Wenn Sie Interesse an einem Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere. Wasser, Wärme oder auch Internet. Diese Dinge brauchen wir jeden Tag und ich behaupte jetzt mal, die wenigsten nur haben überhaupt eine Vorstellung davon, welche komplexe Infrastruktur dahinter steckt. Ein sehr spannendes Thema mit ganz unterschiedlichen Jobchancen. Die Salzburg Netz GmbH ist eine 100% Tochter der Salzburg AG. Wir errichten, planen und betreiben die gesamte Infrastruktur im Bundesland Salzburg, nämlich für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation. Und mit unserem 24/7 Bereitschaftsdienst sind wir rund um die Uhr für unsere Kunden verfügbar. Wir bieten ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt Salzburg und regional verteilt im gesamten Bundesgebiet einen modernen und coolen Job. Unser Team ist sowohl im klassischen kaufmännischen Bereich als wie auch in den Fachbereichen Elektrotechnik, Gas-, Wasser-, Fernwärmeexperten und Datenspezialisten im Einsatz. Hallo, ich bin Isabella Haberl, bin 21 Jahre alt und arbeite seit einem Jahr bei der Salzburg Netz GmbH als Planerin. Ich war in der HTL Salzburg, Abteilung Elektrotechnik und habe die letzte abgeschlossen und bin dann direkt zur Salzburg Netz GmbH. Meine Arbeit schaut so aus, dass ich zum Beispiel in AutoCAD Pläne zeichne, wie Fernwärmepläne, die genau detailliert sein muss, wo ein Längenschnitt dabei ist, damit es nachher auch alles genauso passt, wie ich es gezeichnet habe. Das Spannende an meinem Job ist, dass jedes Projekt und jeder Kunde unterschiedlich ist und man so nie nach einem speziellen Schema arbeiten kann, sondern jedes Projekt für sich selber sehen muss. Hallo, mein Name ist Matthias Lacher, bin 30 Jahre alt, arbeite seit 6 Jahren bei der Salzburg Netz GmbH im Systembetrieb. Wir versuchen, Apps und Anwendungen den Kunden und den internen Mitarbeitern, vor allem im Feld, bestmöglich bereitzustellen, um den Arbeitstag zu erleichtern. Hauptprojekt ist jetzt der Smart Meter Zähler-Rollout. Smart Meter sind die neuen intelligenten Stromzähler. Wir stellen da für die Mitarbeiter die Software zur Verfügung, damit dass die ganzen Zähler im Netz überhaupt einbauen können. Meine Aufgaben waren da das Testen von der Software, sprich dem Workforce Management, dass jeder Kunde einen Zähler erhält und man dabei die Übersicht behält. Mein Job ist cool, weil man sehr viele unterschiedliche Aufgabengebiete hat, immer neue Technologien kennenlernt und diese ins Feld bringen muss. Also mit unserer modernen und zuverlässigen Netzinfrastruktur sichern wir die Lebensqualität all unserer Kunden im gesamten Bundesland Salzburg. Mit unserer nahezu 100%igen Versorgungssicherheit sind wir rund um die Uhr für unsere Kunden da, weil unser Netz schläft nie. Auch in der Infrastruktur haben wir ständig neue Innovationen und neue Technologien im Einsatz. Sei es in der Telekommunikation wie Glasfaserausbau, als auch bei der Energiewende, Stichwort Smart Grids. Hallo, grüß euch, mein Name ist Aura Roman. Ich arbeite seit 5 Jahren bei der Salzburg Netz GmbH als sportintegrierter Netzplaner. Meine Aufgaben sind, dass ich bei Neubauten oder Umbauten schaue, dass die einen Netzanschluss kriegen, einen Strom, KTV, Internet oder Gasanschluss. Weiters sind wir dafür zuständig, dass wir für Niederspannungs- oder Mittelspannungsleitungen Netzverstärkungen planen. Also als erster komme ich in die Arbeit, dann kommt meistens der Kundenbetreuer zu mir, sagt, da baut wer neu. Wir schauen, dass wir dem die bestmögliche Anbindung schaffen mit Strom, Internet oder Gas. Und dann geht es weiter, dass ich eine Trassenplanung mache von A nach B und eben dem Kunden den Anschluss zum Objekt bringen. Das Spannende ist einfach, dass kein Projekt dem anderen gleicht und man hat auch viel Kundenkontakt und das ist auch das Interessante an meinem Beruf. Wir wünschen uns mutige, agile und motivierte Damen und Herren, die mit dem entsprechenden Mindset in unser Team passen und die sich mit unserem Unternehmen identifizieren. Wenn Sie Interesse an einem Job in der Salzburg Netz GmbH haben, dann bewerben Sie sich einfach auf www.salzburg-ag.at/karriere. Es ist die perfekte Jahreszeit, um über Wärmeversorgung zu reden. Naja, denken sich jetzt vielleicht manche, aber die wenigsten werden auch im Hochsommer ausschließlich kalt duschen. Im Bereich Wärmeerzeugung gibt es bei der Salzburg AG ganz vielfältige Berufsbilder und die werden das ganze Jahr gebraucht. Herzlich willkommen bei der Wärmeversorgung der Stadt Salzburg. Mein Name ist Sebastian Schuller und ich bin seit 2008 Mitarbeiter der Salzburg AG
und darf die Abteilung Wärmeversorgung und thermische Erzeugung leiten. Wie der Name schon sagt, dürfen wir die Stadt Salzburg mit Wärme versorgen. Der Vorteil an der Fernwärme liegt darin, dass das warme Wasser effizient und klimaschonend in Großkraftwerken erzeugt wird und nicht in jedem einzelnen Haushalt. Somit auch für den Kunden ein Riesenvorteil, dass dieser die Wärme nicht selber produzieren muss und ein Sorglospaket von uns bekommt. Unsere Mitarbeiter arbeiten verteilt über die Stadt vom Norden im Heizkraftwerk Nord oder hier am Standort im Heizkraftwerk Mitte bis hin zum Westen im Biomasseheizkraftwerk Sitzenheim und auch im Süden, wo wir Abwärme von einem Industriebetrieb für die Fernwärme bekommen. Ich bin der Bernhard Ziegler. Ich bin jetzt fast 10 Jahre da im Heizkraftwerk Sitzenheim bei der Salzburg AG und bin da Kraftwerkstechniker. Bei den Hackschnitzeln kommen über Laufe des Tages Anlieferungen in der ganzen Region, Salzburg-Umgebung, Bayern. Die werden verwogen, die Brennstoff wird beprobt, analysiert. Das Ganze wird dann in der Software eingescannt, am nächsten Tag ausgewertet, rückgewogen wieder. Bei den täglichen Rundgängen haben wir auch eine Betriebsaufzeichnung, die was inzwischen auch schon am Handy digital funktioniert, wo wir alle Parameter und Werte, die wir vor Ort aufschreiben, digital erfassen. Das Schöne an meinem Job ist die Abwechslung und das selbstständige Arbeiten. Das Berufsspektrum unserer Mitarbeiter ist sehr breit. Wir haben auf der einen Seite vom Kraftwerksoperator, der die Kraftwerke, die Anlagen steuert in der zentralen Warte, bis hin zum Kraftwerkschemiker, der sich um die Wasserchemie im Kraftwerk kümmert, oder auch die Betriebswerkstätte, wo wir Elektriker, Maschinenschlosser und Leittechniker sitzen haben, die sich um das ganze Kraftwerk, um den Betrieb der Anlage kümmern. Wir hier bei der Wärmeversorgung benötigen sowohl Mitarbeiter mit einem Lehrabschluss oder einer Meisterprüfung, als auch mit einem Matura oder einem Uni-Abschluss. Hallo, ich bin der Bert Stanel. Ich bin seit 15 Jahren im Unternehmen, habe in der Salzburg AG mit einer Lehre als Maschinenbautechniker begonnen, habe dann nebenbei Schule gemacht, also Matura und dann die FH und bin jetzt seit 2014 im Bereich der Fernwärme und ich bin zuständig für Rohrleitungsthemen strategisch und technisch. Ja, täglich arbeiten also einerseits Materialausschussthemen, das heißt, welche Materialien nehmen wir her, dass wir ein langlebiges und sehr versorgungssicheres Netz haben. Dann welche Leitungen kehren erneuert. Wir haben ein sehr gutes Netz, aber trotzdem auch altes Netz. Älteste Leitungen sind aus 1956, wo man halt auch schon in die Erneuerung gehen muss und da natürlich optimiert schauen muss, welche sind am besten zum jetzt zum Auswechseln. Ich mache dort die Abstimmung mit den Kollegen aus anderen Sparten, dass wir natürlich auch Straßen nicht dreimal angreifen, sondern dass man Sparten integriert, sozusagen alle Sparten der Salzburg AG da mit berücksichtigt. Das Coole an meinem Job ist im Endeffekt, dass man schaut, dass wir Versorgungssicherheit sind, dass wir die Kunden versorgen und dass man eigentlich weiß, für was man es macht, dass die Leute warm ist, warmes Wasser haben und dass die Leute nicht kalt ist. Wir hier bei der Wärmeversorgung suchen Mitarbeiter, die technikaffin sind, vor allem motiviert und Freude daran haben, mit uns Salzburg mit Wärme zu versorgen. Wenn Sie Interesse an einem Job beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG haben, bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere. Spannende Einblicke in die Jobs der Salzburg AG gibt es in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin einen schönen Sommer und bleiben Sie dran.